Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Ich bin Marco Heckel, hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, Terra Preta und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute ein EM-Thema, unser eigener Garten. Wir werden mal einen kleinen Herbstrundgang machen. Jetzt ist es Mitte September und da ist schon das meiste abgeerntet, aber in unserem Quadratbeet wächst noch einiges. Wir haben Himbeeren zu sehen, Hochbeet, Mangold, Brombeeren, Erdbeeren. Gucken wir mal, was wir da so auf unserem Rundgang sehen. Und ich werde das Prinzip vom Quadratbeet und vom Hochbeet dazu kurz erklären. Ja, das heißt, gleich gibt es einen Außentermin. Wir schneiden gleich zu dem Video nach draußen. Und ein Produkt, was ich dazu mit vorstellen erklären wollte, war der Lavendel-Allzweckreiniger, den wir auch verkaufen von Emiko. Der günstigste Reiniger, den wir im Angebot haben. Aber das war eigentlich nicht der Grund, warum ich diesen Lavendelreiniger mit ins Programm genommen habe, sondern der wesentlichste Grund war, dass dieser Lavendelreiniger dem sogenannten EM5 entspricht. EM5 heißt, das fünfte EM, es gab so am Anfang EM1, EM2, EM3, EM4, EM5 und das EM5 war ein EM mit, was speziell zur Schädlingsbekämpfung und Pilzbekämpfung eingesetzt wurde. Und das war ein EM mit Essig, also normales EM, EMA mit Melasse, aber dann plus Essig, plus Alkohol, plus ätherische Öle, zum Beispiel Knoblauch, Chili oder eben Lavendel. Vollbiologischer Allzweckreiniger Lavendel, den man auch gut als Reiniger einsetzen kann, der hat genau die gleiche Zusammensetzung wie dieses EM zur Schädlingsbekämpfung, nämlich EMA aus Melasse und Wasser und Starterkultur plus Essig, plus Alkohol, plus Lavendelöl als ätherisches Öl, sodass das also gut als Reiniger verwendet werden kann, aber auch direkt zum Sprühen gegen verschiedenste Schädlinge, zur Prophylaxe und auch zum Vertreiben. Und normalerweise sprühen wir das da 1:10 verdünnt. Bis vielleicht 1:20 verdünnt, wenn man öfter sprüht. 1:10 verdünnt und speziell, wenn der Befall noch am Anfang ist, kann man das damit eigentlich ganz gut stoppen. Wenn es nicht reicht, kann man auch noch höher gehen. Also 1:5, sogar 1:2. Dann ist es so konzentriert, dass es tatsächlich auch Insekten umbringt. Im schlimmsten Falle gibt es kleine Schäden am Blatt, weil der Alkohol, die Säure vom EM und Essig ein bisschen das Blatt verbrennt. Das kann passieren, aber das sollte man dann auch nur machen, so konzentriert sprühen, wenn es heißt, ja, die Pflanze ist total schwarz von Läusen, jetzt will ich die mal stoppen, dann kann man das mal so konzentriert sprühen. Ansonsten, zur Prophylaxe oder zum regelmäßigen Sprühen 1:10, 1:20 verdünnt. Speziell eben, wenn schon Befall da ist. Ansonsten, das Sprühen mit dem ganz normalen EM ist da auch schon sehr interessant, was auch schon einen Großteil der Pflanzenkrankheiten verhindert. Und das normale EM, das sprüht man am besten, also wenn man da ein Problem hat mit einem Baum, mit einem Strauch, dann am besten im Frühjahr anfangen. Und zwar bevor die Knospen noch aufgegangen sind, quasi ein paar Tage bevor die Knospen aufgehen, wirklich schon anfangen, das erste Mal zu sprühen, 1:10 verdünnt und dann im Prinzip am besten jede Woche, speziell im Frühjahr. Also ich sag mal, vielleicht Ende April, Mai, Juni. Kann man durchaus, wenn man da so einen schwierigen Kandidaten hat, Kräuselkrankheit bei Pfirsichen oder eben Befall von Früchten durch Maden und so. Das ist ja meistens, interessanterweise, entwickeln sich diese Schädlinge ja schon ganz früh im Jahr in der Blüte bzw. In den ersten Blattansätzen. Wenn man da mit EM sprüht, rechtzeitig, regelmäßig, dann kann man diese Befall oftmals reduzieren bzw. ist komplett weg. Also bei Pfirsichbäumen haben wir da sehr gute Erfahrungen gemacht, bei Buchsbäumen mit dem Buchsbaumpilz, wobei man da nicht ganz so oft sprühen muss, am Anfang schon, aber doch, zur Stabilisierung reicht dann eigentlich bei Buchsbaumen so 4-5 Mal im Jahr. Und
Genau, also selbst Birnengitterrost oder so wird ein Stück weit zurückgedrängt. Früh anfangen, ganz früh, noch bevor die Knospen aufgehen, da schon anfangen zu sprühen. Und dann jede Woche sprühen. Bei der Blüte kann man ein bisschen aufpassen, wobei ich nicht gemerkt habe in meinen Versuchen, dass das da Schwierigkeiten gibt. Entweder das Triatraktiv für 3 Euro den Liter, 1 zu 10 verdünnt, oder den Lavendelreiniger, wenn man es etwas härter braucht, sozusagen, wenn es schon etwas kritischer ist und man braucht noch Essig, Algen und Lavendelöl, alles Sachen, die Insekten nicht mögen, dann 1 zu 10, 1 zu 20 verdünnt das Lavendelöl bzw. den Lavendelreiniger. Ja, das waren die beiden Produkte zu unserer kurzen Stadtrundfahrt, unserem Gartenrundgang, und den fangen wir jetzt an und dann gucken wir uns mal an, wie es denn jetzt aussieht. Übrigens, Wetter regnerisch, bedeckt. Ich denke mal, das sind eigentlich gar keine so schlechten Bedingungen für eine Außenaufnahme, weil wenn die Sonne ist, haben wir immer dieses Schattenspiel. Ich habe gemerkt, bei bedecktem Wetter und Regen ist gar nicht so schlecht. Müssen wir aufpassen, dass die Linse nicht nass wird. Bis gleich draußen. So, Zeit für unsere Außenaufnahme. Da jetzt schon mal ein Eindruck von unserem Quadratbeet. Man kann es kaum erkennen. Ich versuche das mal von ein bisschen weiter weg aufzunehmen, dass ihr seht, was hier die Struktur ist. Und die Struktur. So, jawohl, da steht noch ein Blumenkasten davor. Lasst euch dadurch nicht verwirren. Aber das Ding ist ungefähr 2 Meter, was hatte ich, 2,80 Meter, 3 Meter lang. Und 1,20 Meter breit. 1,20 Meter breit deswegen, weil man beim Quadratbeet nicht aufs Beet treten soll, sondern immer von der Seite bearbeiten soll. Und deswegen maximal 1,20 Meter breit und im Normalfall eben, oder maximal 1,40 Meter breit, so weit kann man sich noch nach vorne lehnen. Und im Normalfall eben 1,30 Meter, 1,40 Meter mal 1,40 Meter, beziehungsweise 1,20 mal 1,20. Aber ich habe das Prinzip mal ein bisschen abgewandelt und das gleich ein bisschen größer gemacht. Das sind quasi 2 Quadratbeete aneinander. Und das wird dann nochmal unterteilt, das Quadratbeet, in kleine Quadrate von einem Fuß. Achte auf meinen Fuß, der passt hier genau rein. Man sieht, ich habe hier so ein bisschen Wäscheleinen gespannt, beziehungsweise der Ilja hat das gemacht. Und die sind genau so, dass hier 4 mal 4 Quadrate bei rauskommen. 30 mal 30 bis 35 mal 35 Zentimeter. Und das ist das sogenannte Square Foot Gardening, Quadratfußgärtnern. Kurz Quadratgärtnern, entwickelt von Mel Bartholomew, einem US-amerikanischen Ingenieur. Klar, Ingenieure denken in Quadraten, und das Thema, dem man sich da angenommen hat, war, dass die Leute im Kommunalgarten bei ihm in seiner Stadt da immer ewig lang von einer Sorte Salat, Kohl, Kürbis angepflanzt hatten und schon mit dem Vereinzeln nicht mehr hinterherkamen, Unkraut jäten, wässern. Und wenn es dann tatsächlich mal zur Ernte kam, dann war das so überwältigend viel auf einmal: Salatköpfe, Kohl, was auch immer, dass sie das gar nicht richtig verarbeiten und nutzen konnten. Und dann war die Idee, machen wir doch klein, 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 intensiv mit bestem Boden, sodass wir da auch tatsächlich guten Boden auf einer kleinen Fläche machen können. Und machen wir jedes Quadrat anders. Und dieses Quadratbild ist jetzt schon ein bisschen älter. Das hat sich 2000, wann habe ich es, 2010, 2011, ich glaube wahrscheinlich 2010 angelegt. Das ist also schon 7 Jahre alt, dieses Quadratbild. Am Anfang haben wir das mit Ziegeln umrandet, jetzt haben wir das mit Holz gemacht. Wir machen auch jedes Jahr einen neuen Kompost drauf. Ist es relativ flach, also wir haben jetzt hier nur so 20, 30 Zentimeter Erde. Aber diese Erde ist schon wirklich Terra Preta, also das ist schon reine Terra Preta. Man kann ja hier mal reingehen. Das ist weich, das ist schwarze Erde, das ist schon Terra Preta bis 20, 30 Zentimeter tief. Wir haben aber später festgestellt, dass es noch besser ist, wenn man das mit Hochbeeten macht, wenn man da noch intensiver, noch mehr Material mitbringt. Und das ist das im Herbst, ne? Also im Frühjahr wird es natürlich noch ein bisschen ordentlicher aussehen, wenn man es einmal mal sauber gemacht hat und dann alles neu gepflanzt hat und so. Jetzt wuchert hier alles schön zusammen, und das war auch mein Plan, dass es alles zusammenwuchert.
dass ich ganz viele dauerhafte Sachen auch drin habe. Wir sehen hier Schnittlauch, wir sehen Schnittzwiebeln, die jedes Jahr wiederkommen. Ein paar Erdbeeren habe ich drin zur Demonstration und die sind ja auch schön zum Naschen, immer an der Terrasse. Wir sehen Liebstock hier, der wächst dann auch 2 Meter hoch und höher im Sommer, im Frühjahr. Jetzt sind die Samen schon durch und wir haben ihn abgeschnitten und ein bisschen zurückgeschnitten. Aber der wuchert dir alles voll, wenn du willst. Der hat sich sehr gut entwickelt, Liebstock. Ein sehr schönes Gewürz für Suppen und so. Maggi, ne? Maggi-Kraut, das ist, schmeckt genauso wie Maggi. Braucht man kein Maggi mehr kaufen, kann man Liebstock nehmen. Wir sehen hier Sellerie, der in dem Beet wächst. Theoretisch 4 Stück pro Quadrat. Da haben wir schon 2 geerntet. Beziehungsweise von Anfang an nicht ganz so dicht gepflanzt. Die Idee ist, pflanzen, dicht pflanzen, jedes Quadrat anders bepflanzen und dann, sobald das Quadrat frei ist, neu nachpflanzen, sodass man ganz zwanglos auf 2-3 Ernten im Jahr kommt. Und das war hier auch der Fall. Hier haben wir am Anfang Radieschen gemacht, dann hatten wir dicke Bohnen hier in der ersten Reihe. Und jetzt haben wir da schon Sellerie und rote Beete. Und wenn man es noch auf die Spitze treiben wollte, dann könnte man jetzt sogar noch Feldsalat bzw. einen Wintersalat da reinpflanzen und machen. Genau, was haben wir hier? Mangold, der da mittendrin wächst. Unsere schönen roten Beetepflanzen, die sind auch schon ganz schön dick. Jawohl, die sehen gut aus. Noch ein Sellerie. Fenchel, der hier mittendrin wächst. Ein Blattkohl. Butterkohl, der hier bis zum Schluss, da kann man immer die unteren Blätter abmachen und wunderschön ernten. Wir sind nicht ganz aggressiv gegen Schädlinge, den Kohlweißling oder so, den lassen wir hier schon mal arbeiten, weil uns das zu anstrengend ist, den immer abzusammeln, beziehungsweise mit irgendwelchen Spezialbehandlungen. DM-Sprühen interessiert den Kohlweißling nicht so sehr. Der Lavendelreiniger hält ihn schon auf, aber wenn es nur 1-2 Pflanzen sind, dann lassen wir sagen, soll er die essen? Dann ist uns das auch nicht so wichtig. Deswegen sind hier manchmal ein paar Fraßschäden vom Kohlweißling. Das hier ist eine Staude, die als dauerhafte Petersilie bezeichnet wird. Die jungen Blätter hier kann man tatsächlich ganz gut, wo haben wir ein paar junge Blätter? Die jungen Blätter kann man ganz gut als Petersilie essen. Schmeckt wirklich wie Petersilie. Und er kommt jedes Jahr wieder. Das sind Pflanzen, die ich mag, die sich selber um sich selber kümmern, wo ich nur noch ernten muss am Ende. Mangold, wenn der einmal da ist, der wird auch die ganze Zeit größer. Der mag auch diese Therapreta und diese Dünge mit unserem Therapreta-Kompost sehr gern. 2-3 Mal im Jahr gieße ich mit Urin an, 1:10 verdünnt. 5-7 Mal im Jahr vielleicht mit EM gießen, was hier gemacht wird. Und ansonsten eben Kompost. Und ja, das ist also unser intensivst genutztes Gartenstück, Gartenbeet, was wir immer wieder aufräumen. Das ist Quadratfußgärtnern und das würde ich auch empfehlen, dass man das, wenn man irgendwie einen Platz macht mit Gärten, dann eben mindestens diese 1,20 m x 1,20 m Quadratfußgärtner, beziehungsweise es geht sogar mit 90 x 90 cm, 90 x 90 cm im Sinne von einem Lattenkomposter. Ein Lattenkomposter gibt es für 20 Euro, 90 x 90 cm innen ausschlagen mit Teichfolie oder so, dass die Erde nicht rausfällt und so schnell austrocknet und dann Schicht für Schicht mit organischem Material und normaler Erde, Sand, Lehm, irgendwas füllen. Hälfte, Hälfte organisches Material und Erde und das dann von grob zu fein, also unten kann man ganze Äste reinhauen, Strauchschnitt, Staudenschnitt und dann nach weiter oben kommt eben Gemüseabfälle, Küchenabfälle, Futterreste, Grasschnitt und weiter oben dann verrotteter Kompost, halbverrotteter Kompost, verrotteter Kompost, ganz oben eine Schicht reine Gartenerde ohne Samen, 5 bis 10 cm und in jede Schicht kann man ein bisschen Triaterra-Streu reinmachen. Ungefähr diese Triaterra-Streu ist die Mischung Holzkohle, Gesteins mit Mikroorganismen und in jede Schicht auch ein bisschen mit Triaterra aktiv mit EM nochmal angießen, dass sich das gut verteilt. Ist zwar in der Triaterra-Streu auch schon drin,
aber das ist ganz gut. Genau, da haben wir einen Sack Triaterra-Streu auf 2 Quadratmeter normalerweise. Also das ist das Quadrat gärtnern und das kann man eben auch in kleinstem Maßstab machen. Und hier war dann auch, wir haben schon Kürbis geerntet, wir haben Kohlrabi geerntet. Guck mal, hier ist ein Kohlrabi, den die Kohlweißlinge schon ganz schön zusammengefressen haben. Aber den haben wir noch eine Weile stehen lassen. Jetzt wäre mal Zeit, den auch zu ernten. Und das auch als Hochbeet. Wie gesagt, Hochbeet ist noch mal intensiver als, hier sieht man ein paar von unseren blauen Tonnen, die wir sauber machen. Und hier direkt an unserem Produktionsplatz hatten wir nämlich ein Kartoffelsilo. Ein, ich glaube, 10, 12 Meter langes Kartoffelsilo, was wir als Hochbeet, ne, das, wo wir nicht so richtig wussten, was machen wir damit, da ist der ganze Müll drin gelandet auf dem Hof und dann haben wir den umgebaut zu einem Hochbeet. Wiederum das gleiche Prinzip, von grob zu fein. Und ja, so sieht das im Herbst aus. Hier wächst ja die Kapuzinerkresse schon vital raus. Da kommt nochmal ein Mangold, den wir nicht ganz ausgerissen haben. Ansonsten haben wir hier den Blattkohl, den man wunderbar mit in Suppen oder auch mal ein, zwei Blätter in Salat mit reinmachen kann. Genauso wie den Mangold, den Sellerie da hinten. Hier sind ein paar Mohrrüben, mit denen wir nicht so viel Erfolg haben. Die sind uns die Samen einfach zu fein. Aber das schaffen andere sicher besser. Und der Sellerie, der sieht ganz gut aus dieses Jahr. Der hat schon ein bisschen Ansatz unten. Genau, das ist unser Hochbeet. Und das wir jetzt nicht als Quadratbeet betreiben, weil das wirklich zu groß ist. Und da wird wirklich jetzt Menge produziert für unsere Selbstversorgung. Aber das nur, weil wir hier auch ein bisschen mehr Zeit daran investieren können. Für den normalen Kleingärtner würde ich empfehlen, wirklich erstmal wirklich mit einem Quadratbeet, mit einem kleinen Hochbeet anzufangen. 1,20 m x 1,20 m, 90 x 90 cm oder eben das 2,40 m x 1,20 m oder so. Aber erstmal ein paar wenige Quadratmeter und die wirklich intensiv bearbeiten. Das ist immer die Kunst beim Gärtner. Okay, jetzt gehen wir mal rüber in den anderen Teil des Gartens. Hier sehen wir, wie das indische Riesenspringkraut, das wächst jetzt das erste Jahr, deswegen vielleicht nicht so groß und auch ein bisschen im Schatten vom Flieder. Und man sieht aber, der blüht immer noch, ne? Der blüht von Juli an. Man sieht hier die dicken großen Blüten. Da passt die Hummel wunderbar rein. Die Hummel sind begeistert von indischen Riesenspringkraut. Heute ein bisschen windig und nass, da sind sie nicht unterwegs, aber ansonsten sind sie immer noch jeden Tag an dem indischen Riesenspringkraut. Und das sieht wirklich schön aus, also für so eine Ecke, wo sowieso ein bisschen dreckig und Müll und so ist und die mal ein bisschen zuwachsen soll, dafür ist sie wunderbar geeignet. Kümmert sich um sich selbst, ein Jahr ausgesät und dann kommt sie von der Seite. Ach, da ist tatsächlich eine Hummel unterwegs heute. Da, schau. Haben wir sie eingefangen. Schwierig mit der Kamera. Aber selbst unter diesem Wetter fliegt die Hummel. Die Hummel ist nämlich viel fleißiger als die Biene. Die fliegt bei jedem Wetter. Während die Biene nur bei schönem Wetter fliegt. Aber mehr Honigsachen für uns. Das ist auch so eine alte Struktur gewesen. Das war nämlich ein Gewächshaus, was hier garantiert 40 Jahre gestanden hat, mit so einem schönen Sockel. Und das haben wir auch zu einem kleinen, etwas erhöhten Beet umgebaut, nachdem wir das Gewächshaus letztes Jahr abgerissen haben. Und ja, was wir hier noch sehen, ist wunderbarer Bohnenbestand. Wir können uns vor Bohnen nicht retten. Verkaufen auch ab und zu mal ein paar von Leute, die hier vorbeikommen. Aber das meiste ist Selbstversorgung. Also Bohnen, wenn man die jetzt ja, man bis 15. Juli sagt man, kann man die auf jeden Fall noch nachsehen. Manchmal sogar ein bisschen später. Und dann sehen die jetzt so aus. Also das waren die späten Bohnen, die wir gelegt haben und die sich noch wunderbar entwickeln und die noch schön vollhängen. Da gibt es garantiert wieder morgen Bohnenpfanne. Gehen wir ein bisschen weiter. Dieser Buchsbaum hier, den haben wir mal ein bisschen öfter. Man sieht hier, aha, da ist also eine Krankheit drin gewesen, die wir durch intensive Sprühen mit DM, das hat der Ilja ab und zu gemacht, fast weg haben. Also die wird nicht komplett verschwinden. Man muss schon immer dranbleiben mit Sprühen. Aber das ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, dass EM für Buchsbäume, also die lieben EM ganz, ganz doll und kommen, wachsen vital raus und
können auch eben Schäden durch Buchsbaumpilz oder Buchsbaumzünsler besser wegstecken, wenn sie damit EM behandelt werden. So, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Was haben wir sonst noch zu schauen im Garten? Das hier, hier ist unser Teich. Gucken, ob der präsentabel ist. Da haben wir gerade ein paar neue Krebsscheren reingesetzt, die mein Papa aus seinem Teich geholt hat. Ich hatte Fragen bekommen, hier Vorher-Nachher-Bild von meinem Teich. Also wir haben unseren Teich vor Jahren, 4-5 Jahren intensiv mit EM behandelt. Da liegt jetzt Keramikpulver drin. Wir machen vielleicht einmal im Jahr noch ein bisschen EM rein, aber sonst eigentlich nichts. Und ansonsten arbeiten wir jetzt bei unserem Teich mit Krebsscheren. Und man sieht die schönen Krebsscherenbestand, wie er hier wuchert. Wir haben gerade ein paar neue Krebsscheren reingesetzt, die mein Papa aus seinem Gartenteich mitgebracht hat. Und wenn Sie die bestellen, dann holen wir die hier raus, machen die in die Tüte und schicken die hinzu. Und dann müssen Sie die sofort wieder in den Teich reinmachen. Krebsscheren sind schwimmende Wasserpflanzen, die so eine bisschen eine Wurzel unten haben, aber nicht richtig verankern, sondern einfach nur so ein bisschen eine Verlängerung unten haben, wo sie ein bisschen Nährstoffe ziehen. Aber im Wesentlichen ziehen sie ihren Nährstoff komplett aus dem Wasser und sorgen somit, man kann das hoffentlich erkennen, ist immer schwierig auf dem Video, aber wirklich, man kann glasklares Wasser, und wenn man jetzt hier tiefer gucken könnte, aber da wuchern überall die Krebsscheren, bis 1 Meter bis 2 Meter tief wunderbar klares Wasser. Und die Krebsscheren sinken im Winter zu Boden. Die brauchen mindestens 50 cm Bodenfreiheit sozusagen, dass sie runtersinken können im Winter. Einige sind schon abgesunken, wie man sieht. Und dann kommen sie im Frühjahr wieder hoch, im Mai, manchmal erst im Juni, wenn das Wasser ein bisschen wärmer ist. Dann kommen sie hoch und dann sind sie so an der Oberfläche und wachsen weiter. Und verzehnfachen sich ungefähr im Jahr. So eine Krebsschere macht vielleicht 10 Ableger im Jahr. Und dementsprechend muss man die auch ab und zu mal abernten. Wir machen das Abernten, indem wir die verkaufen. Sie können sie dann einfach im Herbst das überschüssige Krebsscheren entfernen und mulchen bzw. weitergeben. Hier wächst auch noch ein bisschen Hornkraut im Teich. Da haben wir noch ein paar andere interessante Pflanzen drin. Froschbiss, Hornkraut und so weiter. Und hier nebendran, das wollte ich eigentlich zeigen, war eine... haben wir eine Wildblumenaussaat gemacht. Wir haben einfach mal einen Kreis von 2-3 Metern Durchmesser in der Wiese ein bisschen umgegraben, aufgegraben, Wildblumen reingesät und machen gelassen. Und da ist auch einiges gekommen zwischendurch, diesen Namen ich gar nicht alle kenne. Und was man eben immer noch sieht jetzt im Herbst, sind die Sonnenblumen. Also das sieht jetzt schon ein bisschen wilder aus. Da ist sogar noch ein Kohl gekommen. Da wächst ein bisschen Kapuzinerkresse. Mohn war dabei, Klatschmohn und eben die Sonnenblumen, die bis jetzt stehen und wo die Vögel sich jetzt dran freuen. So, was wollte ich noch zeigen? Vielleicht mein Dornröschenschloss. Das war ein altes Gewächshaus, was uns der Sturm zerdrückt hat. Hier ist es gerne sehr windig und auch sehr kalt, kalte Winde. Aber eben gerne mal im Herbst, war es im Frühjahr, ein Frühjahrssturm, der hier wie ein Hurrikan durch den Garten gefegt ist und da beim Nachbarn auch ein bisschen das Dach zerstört hat und bei uns dieses Gewächshaus eingedrückt, zerrissen, kaputt gemacht hat. Und was machen wir jetzt mit dem Ding? Reparieren hat keinen Zweck. Okay, bauen wir ein neues Gewächshaus und machen daraus ein Dornröschenschloss, was sich jetzt langsam in Gang kommt. Noch 2-3 Jahre, dann ist es, glaube ich, zugewuchert. Also noch ist es kein Dornröschenschloss, aber wir wuchern das zu, nicht mit Rosen, sondern mit Brombeeren. Wir wollen ja auch was naschen. Man sieht hier die Brombeeren schön an der Seite. Ja, die kommen schon ganz gut. Wie gesagt, noch 2-3 Jahre, wenn wir die ein bisschen hochlegen und reinlegen, die Brombeeren immer. Dann. Und man sieht hier wunderbare Himbeeren. Ganz erstaunlich, wir haben tatsächlich, ja, weil die so gut gepflegt werden wegen EM, ich weiß es nicht, weil Ilja die auch ab und zu mal auslichtet und gut pflegt. Wir haben keinerlei Maden oder Insekten in den Himbeeren drin. Sonst ist es ja quasi bei 90% der Himbeerpflanzen ein Problem. Hier bei uns nicht. Hier haben wir noch ein bisschen Springkraut, das immer noch blüht. Und Springkraut produziert Nektar am laufenden Band. Also ist eine ganz wichtige Bienenweide, Hummelweide, Schmetterlingsweide, weil es ganz, ganz viel Nektar produziert, die ganze Zeit, von Juli bis in den ersten Frost hinein.
Wenn die Pflanzen absterben, produziert der Nektar und ist eine ganz wichtige Nahrungsquelle für die einheimische Insekten- und Bienenwelt. Schwieriger in der Zeit, in der eigentlich sonst kaum irgendwas blüht, blühen die und machen ganz viel, bringen ganz viel Bienenwald damit. So, dann gehen wir noch zu unserer anderen Himbeer- und Erdbeerfläche. Hier noch ein kurzer Blick auf unsere Wiese. Jetzt zum Vorbeigehen so schon gesehen. Wir machen keine reine Rasengrasfläche. Ich sehe sehr gerne mit meiner Wiese eben auch Klee aus. Weißklee und Rotklee zusammen. Weißklee kann man wunderbar abmähen. Der verträgt das sehr. Da ist eine Weißkleeblüte. Mache ich gerne mit rein in meinen Rasen, weil Weißklee wunderbar ist für die Bodenfruchtbarkeit. Stickstoff bindet, von tief unten Wasser holt. Und nicht nur Weißklee und Rotklee mache ich mit rein. Wobei das Wichtigste Weißklee ist, sondern auch ein bisschen Luzerne. Der kann zwar sich nicht so doll entwickeln, weil der immer abgemäht wird, aber das hier ist Luzerne. Und Luzerne ist ja wirklich eine Wunderpflanze, speziell im biologischen Landbau. Extrem tiefe Wurzeln, 12 Meter tief und mehr, also geht immer ans Grundwasser ran. Ist immer noch grün, wenn alles andere vertrocknet in schlechten Böden im Hochsommer. Dann hast du da die grünen Büschel von dem Luzerne stehen und natürlich dann auch drumherum ein paar andere Pflanzen. Also bei uns vertrocknet der Rasen nicht so extrem, weil eben die Luzerne und der Klee das Wasser hochholen und bindet Stickstoff und hinterlässt wirklich, wenn das ein paar Jahre gewachsen ist, extrem fruchtbare Böden. Ein befreundeter Bauer von mir, ein Schäfer, der das auf seinen Ackerflächen für die Schafe ein paar Jahre angebaut hat, Luzerne, der hat dann darauf mehrere Jahre Hafer und Getreide mit super Ernten ernten können, ohne jede Düngung, weil die Luzerne so extrem die Nährstoffe hochgeholt hat und Stickstoff gebunden hat. Also unsere Wiese ein bisschen interessanter. Da ist blühende Luzerne. Hat der Ilja stehen gelassen beim letzten Mähen. Und ansonsten mähen wir ganz normal. Aber wir sind nicht die reinen Rasenfanatiker und den perfekten Rasen, sondern wir gucken auch, dass wir da ein bisschen was anderes dabei haben, was ganz interessant ist. Das ist unser Ersatzgewächshaus für unser Dornröschenschloss, was kaputt gegangen ist. Sechseckig aus großen alten Fenstern gebastelt mit einem schönen Dach drauf. Das hat unser Tischler, der Lutz, mal gebastelt. Also ist ein Marke-Eigenbau. Und bis jetzt haben wir da wunderschöne Tomaten drin, die wir regelmäßig ernten. Können wir dann mal kurz einen Blick werfen. Also wir haben, wie gesagt, Mitte September und das sieht gut aus. Da können wir immer noch täglich unsere Tomaten holen. Paprika, Gurke ist schon ein bisschen weniger geworden. Hier sind große Kochtomaten. Physalis, die wir auch eine ganze Menge haben, wobei die selten ganz reif wird, aber man muss sie dann noch nachreifen. Ah, hier hat der Ilja schon was geerntet, was wir demnächst wieder futtern können. Gurken, Paprika, Süßkartoffeln. Ja, kriegen wir mal ganz viele verschiedene Pflanzen geschenkt und ziehen da selten welche selber, sondern haben meistens irgendwas. Hier ist so ein Aussamen der Rucola, den wir dann einfach wachsen lassen und regelmäßig, also im nächsten Jahr kommt er dann von selber wieder. Das ist immer das Schönste, wenn die Pflanzen sich um sich selber kümmern. So, und jetzt noch zu unserem anderen Himbeerbestand. Wie hat der sich gemacht dieses Jahr? Hier ein bisschen Stangenbohnen, die schon zusammengebrochen sind. Wir haben diese Riesenknöterich, diese trockenen Stangen genommen. Die waren dann aber, speziell wenn es dann nass wird und ganz viel Bohnen dran hängen, dann sind die doch ein bisschen schwach. Da muss man wohl zwei, drei zusammennehmen, damit das funktioniert. Deswegen ist unsere Stangenbohne hier umgekippt. Da hinten haben wir noch ein bisschen Zucchini, das ist auch immer dankbar. Da macht man nichts verkehrt. Eine Reihe Mangold. Mangold ist auch eine schöne Pflanze, wenn der erstmal in Gang kommt. Und so farbenfroh. Also ich sage Ilja immer, Mangold, Mangold, Mangold. Selbst wenn wir nicht alles essen, was wir unmöglich schaffen,
ist es mindestens so schön wie Blumen. Mit seinen roten, weißen, grünen Blattrippen und Blättern und diesem vitalen Wachstum und diesen schönen gekräuselten Blättern. Das ist einfach schön. Hier mal ein Beispiel dafür, wie so eine Pflanze, die wir uns nicht weiter kümmern, ne? Die ist also doch ganz schön befressen von dem Kohlweißling. Da sieht man dann auch bei gutem Wetter noch die Schmetterlinge drumherum. Aber das lassen wir mal, wenn er nur ein paar Pflanzen frisst, dann ist das okay, wenn wir das jetzt weiterverfolgen. Oha! Wow! Das ist ein, zum Vergleich meine Hand, da kann man es sehen, das ist ein Riesenfenchel. Und davon hat der Ilja eine ganze Reihe, der hat sich ja schön entwickelt. Ein Riesenfenchel. Luciana liebt Fenchel, meine Frau. Kann davon nicht genug haben. Muss er noch ein paar mit nach Brasilien nehmen. Und hier wieder unsere Himbeeren. Wie gesagt, ein wunderschöner Bestand. Den lichtet Ilja dann immer im Frühjahr, im Sommer noch ein bisschen aus, dass die Himbeeren dann auch, die einzelnen Ruten dann auch genug Licht und Sonne haben und Luft haben, dass sie nicht verpilzen oder so. Und dann ansonsten EM sprühen. Bokashi macht er immer ran. Terra Preta Bokashi hat Holzkohle und Gesteinsmehl und EM. Und ja, das ist also eine unserer Erfolgsstories. Himbeeren und Erdbeeren, die können wir. Und das ist unser Erdbeerbeet. Muss Ilja noch ein bisschen die Unkraut rausholen jetzt. Aber wir haben es abgemäht mit Rasenmäher, deswegen sieht es so wild aus. Das ist mit Rasenmäher abgemäht, weil wir da mal das wieder ein bisschen verjüngen wollen. Wir versuchen ja immer, das Erdbeerbeet länger als 2-3 Jahre zu haben, sondern 4, 5, 6, 7 Jahre zu nutzen, bevor wir das wieder neu pflanzen. Und damit man das kann, muss man dann alte Pflanzen gerne mal kaputt machen, abmähen, raushacken. Wir versuchen ja immer so dieses Spielchen, dass wir möglichst wenig pflanzen und pflegen, sondern möglichst viel die Pflanzen selber wachsen lassen. Hier hat der Ilja ein bisschen Salat, Glücksalat zwischen die Reihen gesät. Ansonsten sieht man hier jede Menge Unkraut. Das ist natürlich auch nicht die Idee, aber wenn die Erdbeeren wieder dicht zusammenwachsen, dann geht's. Und ein bisschen Unkraut ist auch nicht so das Riesenproblem. Das hacken wir nochmal weg und dann ist gut. Okay. Kleiner Schlussblick auf unsere Robinie. Das ist einer der schnellst wachsenden Bäume, den wir in Deutschland haben. Und definitiv der schnellst wachsende Baum, den wir auf unserem Grundstück haben. Also sehr, sehr attraktiv und sehr schnell wachsend und sehr gut für den Boden. Aber da gibt es noch ein anderes Video zu, wo ich mich etwas näher mit der Robinie und den schnell wachsenden Bäumen befassen werde. Was man hier noch sieht, diese schwarzen Blobs dazwischen, das ist mit Holzkohle, Steinmehl und EM und Urin. Das mischen wir an in einem Bottich. Hier ist gleich eine Urinflasche daneben. In dem Bottich machen wir unsere Triaterra-Streu rein, eben mit Holzkohle, Gesteinsmehl, Mikroorganismen und dann aber Urin rauf, bis es eine Matsche ist. Das ist genau die richtige Konzentration, dass es die Holzkohle sich mit Stickstoff, mit Nährstoffen aufladen kann und die bringen wir dann aufs Beet. Beziehungsweise kann man die dann direkt zum Pflanzen an die Pflanzenwurzel machen, aber weil das Beet jetzt hier schon da war und wir da noch ein bisschen Bodenverbesserung betreiben wollten, haben wir das jetzt einfach mal oberflächlich ausgebracht beim nächsten Hacken. Und so kommt das dann ein bisschen tiefer rein in den Boden, beziehungsweise beim nächsten Pflanzen. Okay, so viel zum Herbstzustand unseres Gartens. Mit einem Schlussbild auf unserem geschwungenen Kräuterbeet mit Salbei, mit Pfefferminze, mit Thymian, Zitronenthymian, Melisse, Zitronenmelisse. Bohnenkraut, Oregano, Ringelblumen und das Eschen, Ebereschen, Eberraute, irgendwie so. Gut für die Lymphe. Bis nächste Woche. Da soll es dann um Bäume gehen.